Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Kenji Fukasaku ist wahrscheinlich einer der bekanntesten japanischen Filmemachernamen. Vor allem kennen wir ihn vom großartigen Battle Royale bzw. vom großartigen Battles Without Honor and Humanity. Das ist ja eine fette Box, die uns Arrow Video bereits vor etlichen Jahren serviert hat und bis heute, glaube ich, eines der wertvollsten, teuersten und gefragtesten Sammlerstücken aus der Arrow Video Library bzw. gab es ja sogar auch eine Arrow Video VÖ von Kenji Fukasakus New Battles Without Honor and Humanity. Aber das sind, wie bereits erwähnt, Filme und Veröffentlichungen, die man kennen könnte. Und das ist nicht Gegenstand des jetzigen Videos. Nein, heute sprechen wir über einen Kenji Fukasaku-Film, der dermaßen unbekannt ist, dass er tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt dieses Video mache, keinen Filmeintrag in der OFDB hat. Tatsächlich ist der Film in der IMDb gelistet, dort unter dem Originaltitel Odoshi, ist das ein Fukasaku-Film aus dem Jahr 1966. Den hat Arrow Video jetzt dankenswerterweise ausgegraben und generell ist die Filmografie des jungen Kenji Fukasaku etwas, das momentan öfter angegangen wird. So haben wir Wolves, Pigs and Men beispielsweise jetzt auch sowohl in Amerika von, ich glaube, Film Movement, irgendeinem Vinegar Syndrome Partner Label, beziehungsweise in England von Eureka serviert bekommen und in diesem amerikanischen Package ist sogar noch ein zweiter Film dabei, aber das schauen wir uns dann in Bälde an. Heute geht's eben hier um den Film The Threat, bei dem Arrow, hoppala, mir fällt's gleich aus der Hand, ein, wie ich finde, sehr schickes Cover-Artwork gemacht hat, vor allem weil dieser gezeichnete Stil, der mich gleich einmal an Tony Stella erinnert, wir werden das auf dem Backcover verifizieren, aber finde ich den klassischen Stil gezeichneter japanischer Kinoposter aus den 60er Jahren, finde ich sehr gut eingefangen hat. Dazu gibt's dann hier, Tony Stella, ein Blick auf dem Backcover, genau, steht auch eben auch hier Little Scene Early Masterpiece. Das passt natürlich eben sehr gut zu der Tatsache, dass der Film in der OFDB nicht einmal eingetragen ist. Ist aber natürlich wie von japanischen Filmen aus der Arrow Video Library gewohnt, nur im japanischen Original mit englischen Untertiteln. Wir können dann einmal einen Blick auf das Keepcase werfen, das uns natürlich einmal grundsätzlich dasselbe Motiv liefert, das wir eben auch außen auf dem O-Card-Schuber hatten und schauen dann einen Blick ins Innere. Dort erwartet uns natürlich auf der einen Seite die Disc mit demselben bekannten Motiv von außen, aber womöglich interessant für den einen oder anderen eben auch das alternative Postermotiv, das nämlich tatsächlich das alte japanische Originalmotiv ist. Wie gesagt, allzu viele internationale Poster wird es von diesem Film nicht geben, mangels großflächiger Auswertung, aber das ist natürlich ebenfalls der Klassiker, dass Arrow Video dann hier auf das Originalposter des Films aus seinem Ursprungsland zurückgeht. Beziehungsweise gibt es bei diesem Release von Arrow Video netterweise auch ein Poster, das uns eben auf der einen Seite das original japanische Motiv von diesem Film zeigt. Auch etwas, das Arrow Video eigentlich früher relativ selten gemacht hat, das allerdings momentan schon fast zum guten Ton gehört. Und auf der anderen Seite eben Tony Stellas, in dem Fall, wie ich finde, wirklich schönes neues Artwork. Und dann gibt es hier zu diesem Release auch noch ein kleines Booklet, ebenfalls mit neuem Artwork, beziehungsweise dann auch hier mit einem Essay zu dem Film, beziehungsweise dann auch natürlich noch ein paar Informationen zu diesem Release und diesem Transfer. Da bin ich als Technik-Geek dann immer ganz besonders interessiert, wo denn dieser Transfer herkommt. In diesem Fall ganz einfach nur ein HD-Master, das Toei zur Verfügung gestellt hat und das dann von Arrow Video quasi noch ein kleines bisschen umgearbeitet wurde. Ich tippe drauf, dass sie vielleicht am Color Grading, wobei Color Grading ist ein Schwarz-Weiß-Film, aber generell noch ein bisschen gebastelt haben, um dann eben hier das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache, diesen seltenen Film zu sehen und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt darauf, was uns The Threat dann letzten Endes eigentlich liefert.